So, Servus, willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal Einfach André. Und weiter geht's nach dem Intro. So, ich stehe jetzt hier auf der Autobahn Richtung Köln und fahre jetzt Richtung Mendig zum Flugplatz. Wir wollen da ein bisschen Videos drehen, ein paar Bilder machen. Einmal mit dem Auto, einmal mit dem Motorrad. Und der Sascha hat sich ein RC-Auto gekauft. Wir schauen einfach mal. So, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Mit bisschen Gegenwind haben wir wieder leider nur 110 drauf. Auf jeden Fall haben wir super Wetter. Ja, versuchen den LKW zu jagen. Fühlt sich an wie Schrittgeschwindigkeit am LKW vorbei. Aber wir haben es geschafft. So, das war schon mal der erste LKW. So, zweiter LKW. Jetzt haben wir auch schon die Endgeschwindigkeit erreicht, was schade ist. Ja, 117, 118 ist Ende. Fängt die an zu stocken. Und die könnte mehr, also 130, 135 locker. Warum das unbedingt abgeriegelt ist, keine Ahnung. Ist leider schade, aber was will man machen? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele LKWs wir jetzt überholt haben. Ich habe schon nicht mehr mitgezählt. Das finde ich halt schade. Es ist 130 und wir fahren 140. Selbst wenn es jetzt gleich auch wieder die 117 sind, ist einfach nur scheiße. Wenigstens 130, Alter. Aber nein, willkommen in Deutschland. Wir regeln das einfach mal ab, damit die Jungs nicht zu schnell fahren mit den 125ern. Ich muss ja eh schon langsam. Aber wenigstens auf der Autobahn die 130. Du fährst ja nicht in der Stadt mit 130. Aber wenigstens kann man dann mit dem Verkehrsfluss mitfließen. Also so 135, 138 wäre auf jeden Fall nice. Dass du ganz normal mitfließen kannst, weil mit der 5 km Toleranz wärst du vielleicht jetzt bei 133. Deswegen, so 130 müsste ich schon fahren. Und dann ist es auch meiner Meinung nach eine 125er.
und nicht der 15 PS. Ja. Stunden später angekommen. Ich hoffe, das ist richtig, weil, wie gesagt, auf dem richtigen Flugplatz kommen wir natürlich nicht, das ist ja abgesperrt, aber man kommt wohl hier hinten. Hier ist wohl so Papierfabrik oder irgendwas, oder Verpackungsfabrik. Boah, wie viele Paletten, Alter. Und hier kommt man dann scheinbar auf die Strecke drauf. Ja, nice. Aber wie geil ist das denn, ey? Schaut mal, was eine lange Gerade. Ist auch nochmal eine lange Gerade. Und hey, alles abgesperrt für den Flugplatz. Weil ich meine, hier fährt ja immer Grip. Die fahren immer auf dieser Strecke. Das ist natürlich dann schon geil für die, ne? Kann man richtig ballern und fahren. Da sieht man auch schon die Reifenspuren da hinten. Ich zoome euch das einfach mal im Video ran. Ist auf jeden Fall nice, ey. Da hinten ist der Turm. Boah, das würde mich ja mal interessieren, da drüber zu brennern, ey. Ist natürlich geil. Da ist auch nochmal so ein alter Turm. Ja, geil. Ich bleib jetzt einfach mal mitten hier drauf stehen. Mega sick.